kein Honig weit und breit für unseren Monarchen. Wir können auch noch gucken, ob wir bei der Ärztin vielleicht was kriegen können. Und damit ein herzlich willkommen zu Die Sims Mittelalter. So, wir wollen oder wir müssen ja hier für die Hauptaufgabe Bier herstellen. Und fürs Bierchen braucht er noch Honig. Und ja, das hat er ja nicht im Laden gekriegt. Jetzt müssen wir gucken, ob wir noch woanders was kriegen. Wir spielen mal hier rein. Achel, ja. So, dann kannst du mal hierher kommen. Vielleicht hat die ja etwas Honig für uns, was ich aber zwar nicht glaube, aber man sollte ja schon... Ach, die geht weg. Produkte kaufen. Schön stehen geblieben, Madame. Bist du gelangweilt oder angespannt oder gestresst? So. Hoffentlich hast du Honig. Wenigstens einen Honig. Das wäre schön. Ein Honig. Wo bist du denn, Monarch? Ach, da kommst du ja schon. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Oh, Dahib. Braylin. Nee, die hat leider nur... Hatte ich mir schon gedacht gehabt. Die hat nur ihre Sachen... nehmen wir mal hier einmal mit. So. So, okay. Padel. Granel. So ein langes Päckchen. Carlos? Ja, hallo. Tschüss. Swamp. Da. Ne, Vogarig, Molek, Brasel, Merith. Ja, jetzt regt er sich auf, weil er kein Honig nirgendwo kriegt. Komm nach Hause. Komm nach Hause. So, ich schwenke schon mal ins Schloss hoch. So nicht da reinspähen. Dann stelle ich das schon mal hoch. Okay. Dann kann er hier sich was zu essen machen. So. Mal sehen, wie schnell der ist. So, für dich machst du eine Bärensuppe. So, und danach kannst du einmal, zweimal, dreimal, naja, viermal. So. Ach so, wir können ja auch wieder Markierungen setzen. Deine Frau... Deine Tochter geht diesmal gut. Und du musst dich unbedingt mit deinem Sohnemann bekannt machen. Der hängt hier hinten fast am Ende deiner Liste. Das geht gar nicht. Hat denn der Junge schon was gefunden? Nö. Gut.
Bei deiner Tochter kannst du nicht ins Inventar gucken. So. So, wir hängen jetzt bestimmt schon 3 Punkte zurück. Ja. Huch. Tag und tschüss. So. Grütze. Nochmal Grütze. Hallo, Sohnemann. Ja, nimm dir was zu essen. Und nochmal Grütze. Och, jetzt ist er wieder weg. Ach so. So, dann würde ich sagen, gehst du jetzt hier schlafen. Und dann gehst du anschließend nochmal da. Zum Dorfladen. Dupdidu. Wie sie alle hier huschen. In der Nacht ist nur eine Wache da. Die Arme. Ah, muss Mutter sehen, allein hier. Wache schieben. Kannst dich mal bemühen. Huch, bist du ja schon. Mal sehen, ob jetzt schon was da ist. Ansonsten gehen wir halt noch in die Taverne etwas rein. Gucken da, was da los ist. So. Huch. So, dle. Stadtwache Winter. Honig, Honig, Honig. Apfel. Ja, hier auch nochmal Weizen. Na komm schon. Gewürze. Ah, 3-mal Honig. Yay, wir haben alles. Gut. Objekte kaufen. Sehr gut. So, und dann jetzt... Ups. So, und... Dann spielen wir hier rein. Und dann kannst du hier... Frauen. So. Hallo, Schatz. Bist auch fleißig am Buchstellen. So. Lufthentinger Bier. So. Wir sacken nämlich etwas ab. Ja, aber bitte vorsichtig, ja? So. Und jetzt Getränk holen. Hoffentlich ist es auch die richtige Gewürzmischung. Nicht, dass die uns hier was Falsches zugejubelt haben. Na? Voller Energie. Trompetri überkommt nach einigen Gläsern ein Schwindelgefühl. Möge Heiterkeit und so. Genau das, was ich brauche. Der krönende Abschluss eines großartigen Urlaubs. Ich sollte der Lufthentinger
Brauakademie ein Dankeschreiben schicken. Dankeschreiben verfassen. Ich sollte mich eine Weile an meinen Schreibtisch zurückziehen und ein offizielles Dankschreiben für ihre großzügiges Geschenk verfassen. Okay, machen wir da natürlich direkt. Weil ihm geht's ja soweit gut. Und wir hängen ja sowieso etwas zurück. So. Konim Mirabo. Ifet. So. Noch sind wir im Platin. Ah, in Abim. Nelish Kerem von. Aha. Nach wie vor nur eine Zeile auf ein Riesenstück Papier. Meinst du nicht, dass das Papierverschwendung ist, Majestät? Guck mal, nur ein einziges Wort. Bravo, Ifet. Aber da steht doch gar nichts. Naja, immer. Er ist halt der Monarch, ne? Der kann schwenderisch damit umgehen, anscheinend. So. Fertig? So. Ich habe den Brief geschrieben. Jetzt muss ich ihn nur noch eins tun. Ihn zu einem Nachrichtenposten bringen und abschicken. Ja. Ach, da ist unser Troubadour mal wieder. Unser. So. Nein, nicht hier hingehen. Hier. Danke schreiben, verschicken. Wir müssen ja hier aufholen. Na los. Schlender. Armes Täubchen, bist du da einfach gefangen? Hey, rupf doch nicht ständig die armen Täubchen. Wie sollen die denn sicher wegkommen? So. Okay. Das ging aber jetzt flott. Ja. Du hast in dieser Quest Platin erzählt. Einfach unglaublich. Königliche Ferien. Als die Brieftaube mit dem offiziellen Dankeschreiben Richtung Kimmel entschwand, seufzte Graf Tronpritiri der Große zufrieden. Die Ferien waren gut verlaufen. Tronpritiri hatte etwas Neues gelernt und konnte nun mit neuen Eifer seine königlichen Verpflichtungen zu seinen königlichen Verpflichtungen zurückkehren. Tronpritiri blickte zum Horizont und lächelte. Und für einen kurzen Augenblick schien es fast so, als würde das ganze Königreich mit ihm lächeln. Ja, sehr schön. Wir haben 30 Königspunkte gekriegt und 2 Kultur. Und wir sind Level 7. Sehr schön. Gut, das heißt... Ups. Wir können jetzt hier das Gebäude, die Schmiede, mobilisiert. Die bringt uns jetzt 3 Sicherheit rein. Und ein Kulturunterpunktmalung. Gut. Und dann natürlich eben noch einen männlichen Schmied erstellen. So. Tishima. Nein, wir wollen einen Mann. Quaffel? Du bist ein bisschen schmächtig, hm? Für einen Schmied. Aber naja. Dip.
So. So, Männer. Wen nehmen wir denn mal als Grundlage? Walsham. Chesham. Mephigal. Bei Frauen. Nehmen wir ihn einfach so, verändern wir den ein wenig Aussehen. So. Haben wir ihn mal ein bisschen breiter. So. So, ein bisschen mehr. Hoch. So. So. Ein bisschen nur. Ups, hier. So. Ups. Guck mal. So. Kriegt er jetzt okay, ja. Nehmen wir mal einfach irgendwie so. Ja. Schwierige Auswahl. Machen wir so. Gut. So, und so. Dann Make-up braucht er eigentlich. Weit auch nichts weiteres. Gut. Haare. So. Dann kriegt er. Was nehmen wir denn? So, ja. Und wenn was im Haar ist,
kriegt er was Schönes Rotes. So, mal sehen, was nehmen wir denn für einen Schmied? Haben wir hier irgendwas? Nee. Wir können ihm ja sowas auf den Kopf setzen. Hm? Ah, nee. Ja. So, Bärtchen. So, was nehmen wir für ein Bart? So, nehmen wir das. So, dann gehen wir jetzt Chinda Hannes. So. Saraben Charik. Domesh. Kaish Brevem. Kensipe. Gerbin Velad. Cobrel. Slumbrim Yogan. Verga. Ja, nehmen wir die. Sherupin Konig. Sigrel. Projexus. John Sivet. Suavent. Yelsa Vibarim. Nee. Shegrum. Penurge. Penurge. Preskulne. Jorgen. Ornis Balkor. Braffinor. Sarsi Bell. Nehmen wir das. So. Und er ist natürlich so. Dann ist ein bisschen mehr drauf. So, und wir brauchen Merkmale. Und Fälschert, freundlich, gelehrt, gut. Ach, nehmen wir freundlich und gut. Und er ist ja, für ihn ist es auch problematisch. Kommt. Es haben zwar auch andere Feige, aber ist immer wieder lustig, wenn die dann halt ihre Faxen da so machen. So. Gut, dann kommen jetzt noch seine Klamotten. Er hat das. Ja, er sollte schon aussehen wie ein Schmied. Nee, mit so einem Haken brauchen wir keinen. Nee, der sollte schon irgendwo
Das sieht eher nach einem Diener aus. Und das ist eher so einer, der vielleicht in einem Stall arbeitet. Ich glaube, dann nehmen wir hier... Hier sieht man wenigstens einen Hammer noch. So, und dann... gucken wir... Also die Schürze kann man anscheinend nicht verändern. Gut. Dann... So. Und... So. Und... So. Ja, so lassen wir unseren Schindel, unseren Hannes. So, okay. Gut. So, und dann speichern. Und wir nehmen das Ganze jetzt an. Kling. So, somit ist auch der letzte Held dann praktisch in unser Königreich reingekommen und somit muss ich auch diesen Part leider beenden. Im nächsten Part suchen wir uns dann die nächste Quest raus. Und gucken, was uns da angeboten wird. Auf jeden Fall schön, dass du dabei warst. Schön wär's, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche. Viel Spaß und bis denne dann. Tschüss!